So, willkommen zurück bei Let's Survival the Ball. Beim zweiten Versuch von Tenitza, es aufzunehmen. Gerade bin ich in der zweiten Runde leider verkackt, das heißt, ich kenne die Map schon etwas. So, ihr werdet die Map jetzt auch dementsprechend kennenlernen. Ich kenne von der Map allerdings noch nicht alle Kniffe. Aber ich weiß, dass hier Wasser rauskommt. Yay! Schwimmen! Schwimmen! Wasser! Und tot, tot, tot. Ja, auch weil sie tot. Ja, weil ihr könnt alle nicht schwimmen. Die hinterlassen komische Brocken. Tot. Und nicht tot. Okay, okay, der Anfangsschaden von den Viechern ist so ziemlich vernachlässigbar. So, kümmern wir uns wieder hier drum, ne? Jetzt habe ich den Schalter nicht getroffen. Mann, ich bin ja echt toll. Hopp, hopp, ja, komm. Scheiß Viecher, ist mir doch scheißegal. Wasser! Yay! Tot, tot ist jeder einmal. Was ist schon dabei? Es ist doch egal. So. Sterbt. Die sehen eigentlich aus wie überdimensionierte außerirdische Marienkäfer. Sehr bedrohlich. Und vor allem sehr komisch. Wow! Boah, wie einem immer so ein Schatten. So ein kalter Schauer drüber läuft. Und ich verstehe nicht, warum der Typ einfach nicht stirbt. Das ist unfair. Nee. Okay. Hier gibt es Sägen. Die sehen wir hier schon, ne? Wunderbar. Die können wir hiermit aktivieren. Wenn denn hier etwas hochkäme, endlich mal. Na, wo seid ihr denn? Oh, da bist du. Ja, super. Na? Das läuft hier außen rum. Aber wenn das nur außen rum läuft, ist das schon ein bisschen doof. Naja, die Falle ist jetzt nicht so Bombe. Und hier sind auch nochmal Sägen. Okay. Ihr wisst, was das macht. Ihr wisst, was das macht. Uns in die zweite Runde bringen. That's what I wanna hear. Gut. Sammeln wir die Viecher erstmal wieder, weil sie kommen dann ja natürlich an. Und dann gibt es Wasserparty. Yay! Und dann springen wieder alle rein und sterben. Weil sie mit Wasser nichts anfangen können. Außer sie sind irgendeinem komischen Beach unterlegen. Ja, zum Beispiel wie der Kollege hier, ne? Unfair ist das. Ha? Wow. Ist nur die Frage, wie wir hier den Ball richtig nutzen können. Naja. Schauen wir nochmal nach, was es sonst noch gibt. Also hier, Scheiße, jetzt habe ich den Text gar nicht vorgelesen am Anfang, ne? Hm, tut mir leid, den werde ich dann am Ende nochmal vorlesen. Das ist ein bisschen doof. Beziehungsweise, ich werde den Text nachher vorlesen und werde ihn dann kurz, vor den eigentlichen Run schmeißen. So einfach ist das. So, Wasser. So, der Lack. Hey! Der erste Combo-Kill auf dieser Map. Aber die Map scheint schon ein bisschen weniger Variation zu haben, was die Tötungsmöglichkeiten anbelangt. Ja. Wenn man von hinten Feuerschaden bekommt, ist hinter einem noch irgendein Feind. Das war kein Combo-Kill. Mann. Über mir sind welche? Oh ja, über mir sind welche. Dort hin.
So. Dann werden wir jetzt auch schon in Runde 3. Jetzt geht das, ja, schon relativ flott. Aber auch, weil wir das Prinzip mittlerweile schon etwas kennen. Nicht wahr? Das erleichtert das Ganze so ein bisschen. Wow. Okay. Du störst. Du bist nicht nett. Mit dir will ich nicht befreundet sein. So, du bist auch tot. So. An sich kann man das hier ganz gut regeln, hier unten. Weil hier gibt es wirklich nur zwei Seiten, von denen die Gegner kommen können. Das ist eigentlich schon fast schon Luxus bei so einer Survival-Map. Weil dadurch hat man eigentlich wenig zu tun. Ich versuche das Ganze hier unten mal so zu managen. Und zum Glück kommen die ganzen Gegner ja nicht alle gleichzeitig, sondern in verschiedenen kleinen Wellen. Ja, komm, du bist ein Einzelner. Hopp. So, dann ziehen wir den Ball wieder an uns und freuen uns, dass er bei uns ist. Ach komm, jetzt dreht der Ball sich nur so komisch, ne? Ja, natürlich. Natürlich. Und wir überfahren einfach mal alles. Bam, 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 bam. Aus dem Weg. Oder wir machen. Pling. Auch gut. Interessant. Der war noch oben und wurde trotzdem zermanscht. Sehr schön. So, ihr seid die beiden Letzten. Ja, das waren die Letzten. Auch wenn, glaube ich, von oben noch einer runtergekommen ist, ne? Jetzt sind wir schon in der vierten Runde. Das ist doch schön. So. Wir machen den Weg frei, Prinzip. Funktioniert auch immer wieder wunderbar. Ne? Seht ihr ja. Funktioniert. Wir müssen nur aufpassen, dass uns denen nicht so viele Viecher entgegenkommen, ne? Ne? Immer schön aufpassen. So. Hinter uns kann auch jederzeit etwas aufploppen. Nö. Aber danach fühlt es sich gerade nicht. Das ist auch schön. Und ich kann irgendwie gerade nicht schießen. Hör weg. So. Sehr schön. Und den dahinter habe ich gesehen. Euch gibt's auch wieder zu Moos. Nein, dich kann ich nicht wegschlagen. Ja, ich habe verstanden. Tut mir leid, dass ich dich damit nerven wollte. Kleiner Marienkäfer des Todes. Ist ja gut, ist ja gut. Kebam. Bam, bam, bam. Die machen Aua. Die machen Schaden. Dahinter ist noch so ein Käfer. Ich glaube, ihr könnt das auch nur richtig sehen, wenn ihr in dem Vollbildmodus das Ganze schaut, weil wenn ich hier durchgucke, durch den Ball, ne, ist das alles für euch doch ein bisschen sehr klein und ich glaube, etwas schwer zu erkennen, wenn ihr nur über den YouTube-Player schaut und nicht auf Vollbild umwechselt. Aber das ist euch überlassen, nicht wahr? Tot. Mensch. Ja, das hier unten lässt sich sehr gut regeln, also ich glaube... Na, na, na. Kann man den Gegner einfach so überfahren. Wie, du hast das überlebt. Nicht legitim. Quack, quack, quack. Oh. What? Weg mit euch. Na. Platsch. Ach so, wenn eine neue Runde anfängt, verschwinden die... Totenschädel. Das ist schade. Oder der Totenschädel. Und ich bin eigentlich dafür, auch wenn ich das jetzt nicht wirklich beeinflussen kann, dass hier gerne noch mehr Power-Ups versteckt sein können. Also mehr Arten von Power-Ups. Ich meine, so einen Geschwindigkeitsboost, den würde ich auch ziemlich gut finden. Um einfach mal auch vor den Gegnern zu flüchten, falls dies nötig sein sollte. Oder alle Gegner zu verlangsamen.
Oder vielleicht sogar eine Art von Teleportation. Das wäre doch schön, oder? Und so ein Multiplayer für The Ball wäre doch auch recht interessant. Ich bin zwar selber Informatiker, aber an sowas habe ich mich noch selber nicht dran getraut. Ich bin erst im zweiten Semester, also seht es mir bitte nach. Und ausweichen. Alles totfahren. Na, nicht alles. So, den hat's auch zerrissen. Ja, und dann ist diese Runde auch schon wieder halb rum. Das läuft ja eigentlich wie am Schnürchen, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so anspruchsvoll ist, diese Map, wenn sich das wirklich hier unten alles machen lässt, ne? Oh, da ist einer. Da ist einer. Eine goldene Rüstung. Böse. Reicher Bonzen-Zombie. Einfach mal die Feinde überrollen. Und wir haben nach langer Zeit mal wieder, relativ langer Zeit, mal wieder einen Combo-Kill. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Und wieder Rams macht das. So. Und jetzt kommt wahrscheinlich so gut wie die nächste, letzte Welle dieser Runde. Und dann, und dann, und dann. Geht's in die nächste Runde. Vorausgesetzt, ich sterbe nicht. Aber das sieht momentan ja doch ganz gut aus, ne? Ne? So. Die ganzen Gadgets brauchen wir hier gar nicht. Das einzige Gadget, was wir brauchen, ist unser toller, toller Ball. Yay, Grafikfehler. Schön. Du warst nicht der letzte Überlebende. Du bist der letzte. Auch nicht. Ihr seid die letzten Überlebenden. Auch nicht. Ah, da hat er sich versteckt. Komm runter. Komm spielen. Genau. Ach, komm schon. Ach, Leute, diese kleinen Kackviecher hier. Ne? Ja, du bist auch so ein kleines Kackvieh. Hier. Mach Bekanntschaft mit dem Ball. So. Runde Nummer 6 von 9. Das geht ja diesmal wirklich schnell. Wow. In letzter Sekunde ausgewichen. Zack. Ich glaube, so ein Speed-Up wäre cool, dann könnten wir die Wasserfalle noch effektiver nutzen. Dann könnten wir die ganzen Feinde hier reinlocken. Ah ja, machen wir mal was anderes. Machen wir das. Naja, hat leider nicht so gut funktioniert, wie ich gedacht habe. Aber auch gut. Etwas Variation muss rein, ne? Sonst wird es ja langweilig, immer das Gleiche zu gucken und zu machen. Und die wollen einfach mal wieder nicht sterben, ne? Ist ja klar. Ist ja auch blöde Gegner. Hier, ne? Unter Wasser, ne? Kack drauf. Ich bin unter Wasser und ich kann Feuer spucken, ne? Ist mir auch scheißegal. Wow, 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 wow. Und jetzt wird's wieder etwas brenzlig. Weil ich nicht aufpasse und es wieder etwas viel wird. Und ich hoffe, diesmal kackt die Aufnahme nicht ab. Ich bin jetzt zwar schon dreimal so weit wie vorhin. Aber es... Wow, 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 wow. Und ich wurde blockiert. Das Gute an diesem kleinen Gang hier ist wirklich... Ach, komm. Dass die Gegner hier wenig Platz zum Ausweichen haben. Und... Hoch mit dem Ball. Wo ist der Ball? Oder ich habe eine andere Idee, ne? Zip. Ich suche mir jetzt mal wieder den Schädel. Schädel. Oh, mein toller Schädel.
Wo bist du, mein Schädel? Aha, hier ist der Schädel. Schön. Dann bringen wir die um, die gerade noch unten sind. Sind sie selber schuld. Und dann kommen sie schon wieder an. Wodurch ist... Der ist gestorben, weil er auf den Spielerschalter getreten ist? Habe ich das richtig verstanden? So. Dreifach-Tötung. Nein, Dreier-Kombo. Wie viele Gegner sind das dann? 15, die ich gleichzeitig gekillt habe? Wenn ein Kombo aus 5 Gegnern besteht. Schade. Da drauf springen können wir leider nicht. Was macht das nochmal? Ach so, genau. Das hat uns das hier beschert. Gehen wir mal hier drauf vorbei. Schießen alles weg. Ja, das hat leider nicht so viel gebracht. Aber das ist nicht so schlimm, weil wir haben noch... Was? Tötet das alle restlichen Feinde, das Ankh? Das ist ja dann echt so ein super Bonus-Item. Das ist ja erstaunlich. Damit ist mir das vorhin echt nicht aufgefallen. Gut, ich glaube, dann sollte ich öfter nach dem Ankh suchen. Hoho. Auch schön. Hier gibt es wieder Sägen. Und wir werden wieder fast getroffen. Aber auch nur fast. Hier gab es die Bomben. Wow. Ne? Hier fällt er runter. Aber es hat zu wenig Effekt. Und hier sind zu viele Feinde. Wow. Hatte ich noch mal Glück gehabt, dass ich an denen vorbeigekommen bin. Wie viele das sind. Wie du kannst ausweichen. Ein Unding ist das. Ihr seid Feinde, ihr dürft nicht ausweichen. Genau so muss das laufen. Das wir machen den Weg frei, Praxi. Oh, hallo. So, springen wir mal da drauf. Sehr schön, dann sammeln sich die Gegner da gleich und dann kann man reinspringen. Na bitte, versperren die mir einfach so den Weg. Das gefällt euch, ihr blöden Viecher, wa? Ihr blöden Zombies. Nee, Quatsch, Mumien. Das sind keine Zombies, das sind Mumien. Wir sind doch nicht bei Call of Duty oder so, wo man einfach irgendwelche dummen Zombies abschlachtet. Am besten Nazi-Zombies, ne? Damit haben es die Amerikaner ja auch schön. Immer Nazi-Zombies. Nazi-Zombies. Wenn das Spiel nicht gut genug ist, braucht das Spiel Nazi-Zombies. So. Super schön. Das ganze Massaker, was wir hier machen, ist wunderschön. Wir können ja einfach durchgehen. Einfach den Weg frei sprengen. Wunderbar. So. Können wir mal wieder sägen. 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 Sägen über Sägen. Sägepower. So, jetzt heißt es dorthin kommen. Nein, 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 nein. Wow, 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 wow. So, jetzt aber Rache. Außer für dich, Dane. Du zählst nicht. Okay, jetzt zählst du schon. Du hast mich getroffen. Glatt gewalcht. Glatt gemanscht. Das geht hier ja wunderbar vonstatten. Schauen wir nochmal hier oben. Hier links ging das nicht weiter. Ne, wo habe ich denn das letzte angefunden? Nicht bei dir. Weg mit dir. Du bist böse. Ein Ankh. So. Jetzt schaue ich mal. Tatsache, das bringt uns in die letzte Runde. Oder das tötet vielleicht alle Feinde der aktuellen Welle. Und
Und wenn die Runde dann schon so gut wie um ist, würden wir dann natürlich in die nächste Runde kommen. Den habe ich nicht gesehen. Bam. Zip. Zip. Und zip. Ah ja. Autsch. Ins Gesicht, das tut doch weh. Ja, ich hab's verstanden. Ihr mögt mich nicht. Ach Gott. Wow. Eigentlich hätte er mich, glaube ich, treffen müssen. Und durch. Oh ja. Ist ja doch ein bisschen anspruchsvoller, die Map, als ich dachte. Vor allem ist es aber doch schön, dass man, ouch, die, das Ankh doch besser benutzen kann. Ich habe zuvor gedacht, das gibt uns nur ein paar Lebenspunkte dazu. Weil ich hatte vorher, also beim ersten Run, wo ich das aufgesammelt hatte, glaube ich nur, also ja, was heißt nur, ich glaube, da hatte ich 100 Lebenspunkte. Dann ist das auf 105 hochgesprungen. Da schauen wir nicht runter, der ist tot. Ist ganz böse. Das letzte Ankh haben wir hier gefunden. Nee, das vorletzte. Das erste auf der Map. Versuchen wir nochmal den Wassertrick, der nicht immer funktioniert. Totschädel, Totschädel. Liebesperlen, Liebesperlen. Das ist auch schön gemacht, wie die hier diesen Unschärfe-Effekt reingebracht haben. Und das habe ich fast zu spät gesehen und das ist gerade alles ein bisschen sehr aufgeleuchtet. Ist euch das auch aufgefallen? Und hopp. Und hopp. Dann ist die achte Runde auch schon so gut wie wieder vorbei. Und ich sammle auch wieder wie Schaden wie ein junger Gott. Und das ruckelt gerade so ein bisschen. Kommen gerade zu viele Gegner? Ich glaube ja eigentlich nicht. Ne? Bla 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 bla. Genau. Einfach den Weg frei machen. Hier kommt Indiana Jones. Und seine Rache. Er hat die Kontrolle über die Kugel übernommen. Indiana Jones. Wuhu. Da, da, da. Hier explodiert wieder alles. Warum habe ich Schaden bekommen? Aber irgendwie sind die kleinen Bomben voll blöd. Die sind voll doof und so. Ach so, ihr britzelt mich da unten wieder. Okay, dann britzel ich euch. Britzel Power. Chisel my frizzle in the dizzle mizzle. Gun rizzle. Ups, ups, ab ins Wasser. Und den Ball hole ich mir auch wieder. Blub, blub, blub. Ich bin vom Sternzeichen Fisch. Blub, das stimmt sogar. Blub, blub, blub. Nahkampf, Nahkampf. Und nochmal Nahkampf. Oh, plattgewalzt. Alle plattgewalzt. Combo, Killer. Na, Combo. Geht doch. Ich habe schon gedacht, das dauert jetzt etwas zu lange. Ja, yeah, und da haben wir wieder einen geilen, geilen Totenschädel. Mit dem wir die Runde wahrscheinlich dann gleich beenden können. Wir müssen die ganzen Viecher nur mal eben zusammenrotten. Wo war der genau? Oh, ein Ankh. So, dann können wir es mal testen. Wow. Das hat die Leiste ja schon einiges gefüllt. Wieso habe ich das Gefühl, dass das Ankh dann kommt, wenn man eine gewisse Anzahl an Combo-Kills erreicht hat? Lalali, dada. Oder vielleicht, wenn man den Totenschädel eine bestimmte Anzahl oft nutzt. Juhu. Lasst mich in Ruhe. Leave me alone. Ihr seid böse. Böse Geister. Die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Ja, das war jetzt ein bisschen falsch zusammengesetzt, aber vielleicht kennt von euch ja jemand der Zauberlehrling. Oh, oh, da sind viele.
Ach so, auf der anderen Seite kommen die Sägen auch. Okay. Oh, einzelner kleiner Feuermagier. Ganz allein gelassen. Oh ne, jetzt kommt Indy. So, wo haben wir denn unseren Ball gelassen? Der ist hier unten. Der vergammelt hier uns noch. Ich will nicht, dass der Ball vergammelt. Nein, der ist wichtig für uns. Dann setzt der Moos an und bleibt überall kleben. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Und... Jackpot! Und... Weg frei, wir müssen durch! Mein Ball und ich! Ich und mein Ball! Und schon haben wir wieder einiges. Oh, gefühlt, und da ist wieder ein weiterer Totenschädel, das ist sehr schön. Ja, rotten wir euch doch wieder zusammen. Rotten wir euch aus? Nee, zusammen. Zusammen ausrotten. So, komme ich jetzt hier lang? Oh, das sind wieder mal viele. Eine Vierer-Kombo sogar. Wunderbar. Oh, das ist der falsche Weg. Das ist überall der falsche Weg. Die kommt von überall. Yay. Wam. Wam. Und das war dumm. So, finden wir mal den nächsten Totenschädel. Hopp. Hopp. Wo ist der Ball jetzt? Wo ist the ball? The ball? Da ist der Ball. Ah, drunter. Na, 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 nicht von hinten anschleichen. Die haben ja gar keine Manieren. Oh, was ist eigentlich, wenn der... Ach so, der Ball kann gar nicht runterfallen wegen dem Ball. Stimmt hier. Da hatte ich gerade... Kombo verloren, oder was stand da gerade kurzzeitig? Es war eine 5er-Kombo. Die höchste, die wir bisher hatten. Und ich verziehe mich mal nach oben. Und man sieht schön unten rechts, wie der Counter in die Höhe steigt. Jedes Mal, wenn einer der Gegner sein Leben lässt, oder untotes Leben. Weil Mumien sind an und für sich ja auch untot, oder? Die leben ja nicht. Ja, ja. So. Rollt es wieder in die andere Richtung. Kriegen wir vielleicht auch nochmal ein Combo draus. Nee, diesmal nicht. Was ist, wenn wir dich einfach mal runterschmeißen? Einfach so aus Spaß. Dann ist er auch tot. Combo verloren. Ja, alles klar. Und au. Das wird schwierig, die Leute hier zu sammeln. Dann hindern wir die erstmal daran, hier hinzukommen. Naja, so gut funktionierte das jetzt nicht. Das ist echt ein blöder Punkt, aber ich habe interessanterweise doch eine Combo mal 4 geschafft. Und wie ihr seht, hey, wir sind ja jetzt fast schon mit dieser Survival-Runde durch. Wir lernen dazu, liebe Leute. Das funktioniert ja super. Ab ins Wasser mit dir. Lernt zu schwimmen. Ihr komisches Pack. Ihr Mumiengesindel. Hört auf, immer mit Feuer rumzuspielen. Hat man euch nicht gesagt, dass ihr nicht mit Feuer spielen dürft? Hat jemand meinen Bären Tibbers gesehen? Nein. Na gut, dann vernichte ich euch alle. Mein Ball, mein Ball. Oh, da kommen viele. Und da sterben viele. Combo 3. Combo 4. Nein, Combo verloren. Schade. Na denn. Aber wie die Leiste aussieht, haben wir das auch gleich schon geschafft. So. Goldene Rüstung. Viele Mumien. Die Mumie kehrt zurück. 500 Mal. Lelele. Können wir also auch einfach nur mit dem Ball berühren, dann explodieren die schon. Das ist ja schön.
ab, dran vorbeigehen und die Rest erledigt die Kugel fast. Aber das ist doch jetzt wieder schön. Ah, hier war doch noch was. Kein Ding. Und? Oh, ein einzelner kleiner. Diesmal haben wir nur eine halbe Stunde gebraucht. Das heißt, das sind jetzt nur zwei Parts geworden. Hoho, wir haben uns verbessert. Benötigte Zeit eine halbe Stunde. Pi mal Daumen. Plus ein paar Minuten hoch und runter. Eher hoch. 182 Käfer getötet, 422 Mumien getötet, 77 Schildkröten getötet, nicht 770. 151 Frag-Mumien. Frag-Mumien. Wunderbar. So, dann hätten wir das auch geschafft. Wie viel gibt's? Das sind 3, 4, 5, 6. Gut, dann machen wir jetzt direkt mal die dritte. Tepiton. Es wäre ratsam, sich mit rotierenden Klingen, explodierenden Bällen und Feuer vertraut zu machen. Viele Fallen benötigen den Ball, doch er ist nicht ihr Eigentum. Und man wird versuchen, ihnen abzunehmen, was nicht in ihre Hände gehört. Nein, das wird noch schwieriger. Aber bevor wir das starten, nehme ich einen Schluck von Riodorus Pfirsichnektar, aufgefüllt oder gestreckt mit Wasser.